In diesem Video erkläre ich dir, wie man im Zweiersystem zählt. Dazu starte ich gleich mit einem Kilometerzähler, so wie du ihn kennst, ja, also im Zehnersystem. Und dann werde ich das Ganze auf das Zweiersystem übertragen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schauen wir uns zunächst nochmal das Zählen im Zehnersystem an. Hier am Beispiel von so einem Zähler hier. Ich kann hier also drücken und dann steigt die Zahl immer um 1. Du kennst wahrscheinlich so einen Zähler zum Beispiel von einem Kilometerzähler. Ja, da sind also zum Beispiel jetzt hier vier solche Walzen nebeneinander angebracht. Auf jeder Walze steht eine Ziffer. Und wenn ich jetzt hier die 9 habe und dann noch einmal drücke, dann passiert Folgendes: Die nächste Walze wird dann mitgenommen, ja, und dann erscheint da natürlich dann die 10, ja, und wenn ich weitermache, dann steigt zunächst nur die letzte Ziffer an, wieder bis zur 9, und auf die 9 folgt ja dann wieder die 0. Die Walze hat sich jetzt einmal gedreht da ganz rechts, und dann steht da natürlich dann die 20, ja. Gut, schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht, zum Beispiel bei der 8888. Ja, es folgt die 89 hinten und dann natürlich, wenn es ein weitergeht, haben wir da die 90 stehen. Und wenn ich jetzt noch mal ein paar Mal drücke, bei der 99, dann werden jetzt natürlich zwei weitere Walzen dann mitgenommen. Also wenn ich jetzt die hinterste um einen erhöhe, dann springen auch die beiden Walzen links davon eins weiter, sodass ich dann bei der 8900 lande. Dieses Prinzip übertrage ich jetzt mal auf das Zweiersystem, um zu verdeutlichen, wie im Zweiersystem gezählt wird. Ja, dazu habe ich diesen kleinen Aufbau hier vorbereitet. Und zwar habe ich da auch vier Walzen, aber im Zweiersystem habe ich ja nur die Ziffern 0 und 1. Ja, und die 1, die ist ja dann automatisch auch gleichzeitig die letzte Ziffer im Zweiersystem. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal eine so eine Walze hier anschaue, nach der 0 kommt die 1 und wenn ich dann einen weiter drehe, dann folgt da halt wieder die 0. Ja, das geht also nicht von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann kommt wieder die 0, sondern wir sind im Zweiersystem. Nach der 1 kommt dann schon wieder die 0. Ja, wie sieht das dann aus? Also die 1 im Zweiersystem ist so ähnlich zu behandeln wie die 9 im Zehnersystem. Ganz hinten, wenn ich einen weiter drehe von 0 auf 1, dann sieht das so aus. Ja, kein Problem. Wenn ich jetzt weiter drehe, die letzte Ziffer wird ein weiter gedreht, dann wird natürlich automatisch hier die nächste Walze mitgenommen. Es springt ja ein weiter sozusagen. Und als nächste Zahl steht dann hier 1,0 im Display. Ja? Wenn ich jetzt hier wieder weiter drehe, wird aus der 0 eine 1. Die anderen Walzen bleiben in Ruhe. Jetzt habe ich hier die 1,1 stehen. Wenn ich den weiter drehe, wird der mitgenommen, weil da ja, hier steht ja die 1 in der letzten Ziffer. Die nächste Ziffer wird mitgenommen. Hier steht eine 1. Das heißt, die nächste Ziffer wird auch mitgenommen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier weiter drehe, dann muss ich drei Walzen drehen. Ja, also auf die 1,1 folgt also im Zweiersystem die 1, 0, 0. Ja, was folgt dann? Auf 0 folgt 1, haben wir also 1, 0, 1 dann. Was folgt dann? Hier wird jetzt wieder ein weiter gedreht. Wir kommen wieder von der 1 auf die 0, das heißt, die nächste Ziffer wird mitgenommen. Und wir haben dann da die 1, 0, 0 stehen. Dann geht es wieder hier weiter. 1, 1, 1. Die 111 ist sozusagen sowas Ähnliches wie die 999 im Zehnersystem.
Ja, wenn ich jetzt also hier hinten drehe, dann springen diese hier alle weiter. Ja? Ich drehe also den weiter, das nimmt dann den mit und dann den. Und der vorletzte Ring hier nimmt dann auch den letzten Ring mit. Das heißt, auf die 1, 1, 1 im Zweiersystem folgt dann die 1, 0, 0, 0 im Zweiersystem. Ich drehe das mal weiter. Also alle Walzen bewegen sich dann so gesehen. 1, 0, 0, 0. Ja? Ich glaube und ich hoffe, dass man sich das so ganz gut vorstellen kann, wie die Zahlen so weiterlaufen im Zweiersystem. Ja, also immer auf die Ziffer 1 folgt immer die Ziffer 0 und auf die 0 folgt immer die 1, wenn ich also weitergehe, ja. Und beim Übersprung von 1 auf 0 wird dann die nächste Ziffer mitgenommen. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir gerne einen Kommentar da, schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!